Hallo und willkommen zu Minecraft. Yeah. Heute das neue Let's Show und heute werde ich euch wieder zeigen, was ich denn wieder so Schönes gezimmert habe. So, zunächst gehen wir in unseren schönen, ja, komischen Keller. So, ich habe nicht unbedingt viel hier weitergemacht, weil das war mir gerade etwas zu nervig, weil es dauert doch schon ganz schön lange, da irgendetwas zu bauen. Hier möchte ich euch erstmal zeigen, hier mein Kontrollraum. Er ist geblieben. Und hier das U-Boot, was eigentlich auch schon fertig war, nur ich habe es von außen noch etwas verändert. Also eigentlich ist es gleich geblieben, nur von außen eben noch ein bisschen verändert. Ganz cool. Das eigentlich hat man ja schon gesehen, aber naja, das von außen kann ich jetzt hier nur nicht zeigen. So, hier ist eine neue Tür und ich glaube, der Mann hat es gerade schon gesehen. Die Bücher. Ich habe mir hier eine Bibliothek gebaut. Die ist, ja, sehr groß natürlich. Alle, die keine Bücher mögen, sollten jetzt sofort weggucken. Das eine Problem, was ich hatte. Ach, weg. So, das stört immer so ein bisschen. War nicht da. Sandstein. Ein Problem war. Ah ja, stimmt, das habe ich zugebaut. Das hier. Das ist die große Sauna mit dem Geheimgang von. Ach ja, meine Sobücherei. Ach ja, oben hier. Lampen. Das ist die Lava von da hinten. Damit man das den Raum mit meinem großen Kamin. Da habe ich ja eine Geheimtür. Der führt da runter. Und genau da unten ist ja auch so viel Lava. Und ja, das ist es. Ja, da hatte ich ein paar Probleme, weil ich plötzlich in die Lava gefallen bin, aber es ging so. Ja, meine Bibliothek. Also hier kommen auch noch ein paar Sachen rein. Genau hier. Vielleicht noch was zum Durchgehen oder so. Oder an den Seiten noch was, wenn ich Platz habe. Ja, und den Gang, den sollte ich langsam auch mal fertig machen. Hier unten hat sich nicht viel geändert. Ich habe auch nicht viel da gebaut in diese Richtung hin. Aber gleich sieht. Ach ja, vielleicht hat man auch schon gemerkt, das ist ein neues Texture Pack. Das Minecraft Asia Pack. Ich finde, sieht ganz gut aus. Bis, ja, die Türen passen nicht unbedingt immer. Eisen sieht jetzt auch ein bisschen blöde aus. Und man sieht rosa Bäume. Das sieht total niedlich aus. Und genau da wollen wir jetzt hin. Denn das, was ich gebaut habe, so viel, so was Großes, ich habe weitergebaut an einigen Sachen. Aber habe denn eher, naja, so ein bisschen Landschaftsverschönerung gemacht, so Wege gebaut und sowas. Weil es sieht auch ganz nice aus. Naja, ja, die Eisentextur gefällt mir nicht so unbedingt. Das ist mir so ein bisschen zu eisenhaft. Das andere, dieses verschmolzene Dingszeug, hat mir ein bisschen besser gefallen. Hier, ich habe jetzt Wege gebaut, so. Aus Cobblestone. Außerdem stehen jetzt überall Fackeln. Auf Zäunen. Hier habe ich einen kleinen, ganz kleinen Fluss gemacht, so, der hier so ein bisschen trennt. So. So. Ja, so. Sieht ganz cool aus. Und den hier mit Brücke. War ganz einfach. Ah, die pinken Bäume, das ist so schön. Hier habe ich auch eine kleine Brücke gebaut. Ja, Brücke kann man es nicht nennen. Ja, so, gehen wir erstmal hier lang. Hier Blümchen, ich habe überall Bäume an die Seite gepflanzt. Dann haben wir hier noch eine große Brücke mit Laternen aus Zäunen und Glowstone. Ich finde das ganz toll. Ich kann sie ja nochmal von der Seite zeigen. So ungefähr, da haben wir noch mit Pfeilern. So, hier geht man hoch. Hier stehen überall ab und zu immer ein paar Lampen. Gerade hat es geleckt. Dann gehen wir hier mal hoch. Da
Zum Beispiel, das ist Kohle, es ist eine neue Textur, das sind jetzt chinesische Schriftzeichen. Das ist ganz lustig. Ah, pinke Bäume. Es ist so niedlich. Ja, der Weg ist noch nicht ganz fertig, denn ich weiß immer noch nicht, wie ich hier runterkommen soll. Hier hat man erstmal einen kleinen Wald mit so einem kleinen See drinnen. Ah, schön. Überall Bäume und ein Bett. Immer diese Penner, die ihre Betten dennoch liegen lassen. Hier fließt an beiden Seiten was runter, genauso wie da, da und hier. Es sind nämlich so eine, sowas wie eine kleine Bucht. Da und an den Enden stehen Bäume. So kann man hier so schön durch. Dann hat man hier eine Höhle. Ich nenne sie die Lapis-Lazuli-Höhle. Weil ja, ich habe eben ein bisschen Lapis-Lazuli verbaut. Das sieht nämlich ganz cool aus. Und jetzt, ja, ein bisschen Verschönerung ist immer gut. Das habt ihr jetzt gar nicht gesehen und ich habe eigentlich gar nichts gedrückt. Ah, das, ja, stimmt. Ich komme immer wieder auf das Touchpad vom Computer. Das, weil, ja, ich lege meine Hand immer rauf und dann komme ich manchmal ran und das ist manchmal ein bisschen blöd. Plötzlich passiert irgendwas, was ich eigentlich gar nicht wollte. Zum Beispiel manchmal laufe ich so rum und warte, ich drücke jetzt mal. Eigentlich. Genau, und dann laufe ich so rum und weiß nicht warum. Ist total komisch. Das ist total freaky. So. Ich habe nicht zufällig noch Clean Stones. Oder ein paar Stones. Ah, ich habe schon wieder. So. So, da noch eine hin und da. Ja, das ist ganz lustig. Meine Lapis-Lazuli. Komm raus, hopp. Da an die Decke. Soll nicht nur auf dem Boden wachsen. Hahaha. So, ha, dann kann man sich hier schön an die Wand lehnen und. Huch. Ja, hier habe ich ein kleines Versteck gemacht. Natürlich auch mit Lapis-Lazuli, obwohl da fehlt ein bisschen was. So, und okay. Da noch ein. Da kommt noch einer hin und da. Ist ganz lustig. Hier habe ich so das reingemacht, was ich wirklich gefunden habe. Also ohne zu cheaten. Natürlich habe ich mir die Kohle gecheatet, mit der ich das eingeschmolzen habe, weil ich habe auch ein bisschen in Höhlen gegraben, die aber noch etwas weiter weg sind. Kann man hier wieder raus. Das Gute ist, die Dirtplatte sieht man kaum oder fast überhaupt nicht. Hier sind meine, dahinter sind nochmal meine Redstone-Konstruktionen. Ich finde das ganz niedlich hier. Los, komm hoch. Blödes Wasser. Aber mal, hier sieht man jetzt wieder diese beiden Landteile. Kann man denn rausgehen? Also wie man hier runterkommt, weiß ich immer noch nicht. Ich würde einfach sagen, springen. Springen um dein Leben. Genau, jetzt wird's Nacht. Nacht sieht nämlich sehr lustig da aus. Also können wir mal kurz warten und dem Sonnenuntergang entgegengucken. So direkt neben unserer kleinen Hütte und Kamikaze! Bam! Oink. Ah, da hinten ist noch ein Glowstone, den muss ich auch noch wegmachen. Hopp, hopp, hopp. Ah, jetzt geh unter. Geh unter, geh unter, geh unter, geh unter. Ich bewerf dich jetzt mit Glas. Hui, hui, hui. Bang. So, hoch. Und ich habe gerade Erde bekommen. Wo ist die Erde? Mach mal wieder weg. Das stört mich immer so ein bisschen. Aber ich brauche es zum Bauen. Also, ich bin ein Bautyp. Ich bin nicht eigentlich so ein Spieltyp. Mehr bauen. Obwohl, spielen finde ich jetzt eigentlich auch sehr lustig. So. Jetzt ist die Sonne fast unten. Und jetzt kann man hier so richtig schön. Es ist noch hell. Von draußen sieht es nämlich auch noch sehr toll aus.
Oh, komm, hopp, hopp. Wieso? Sieht richtig toll aus. Die Bäume sind extra so gemacht, dass sie so ein bisschen die Sicht versperren, dass man wirklich dahin muss. So. Jetzt sehe ich aber kaum was. Bis wir zurück auf dem Weg sind. Genau hier. Hier stehen nämlich überall meine Laternen. So um Nacht hier rumzuspazieren, finde ich eigentlich auch ganz lustig. So, so, so. Eine Kuh, eine Kuh, eine Kuh, eine Kuh. Jetzt hat es wieder geleckt. Die Brücke finde ich bei Nacht total cool. Da werden wir jetzt hingehen. Du. Meh, meh, meh. Meh, immer diese blöden Schafe. Ach ja, wartet. Kriege ich das von hier? Nee. Aber von da hinten, da sieht man die Brücke nochmal von der Seite. Eigentlich ein sehr cooles Gebilde. So, ich war dann mal kurz weg. Aber, also, ja, das ist eigentlich nichts Besonderes. So, denn wir waren einkaufen. Und da habe ich mir ein kleines neues Rollenspiel gekauft. Ja, wie heißt das denn? Da muss ich ja gleich erstmal nachgucken. Divinity 2, Ego Dragonis. Hört sich ganz lustig an, ist auch ganz lustig, denn ich habe schon mal angefangen zu spielen. Und ja, hier. Das habe ich auch gebaut. Das ist meine Hanfplantage. Ja, genau. Ich meinte, ja, hier arbeiten meine Bauern, Hanfbauern. Ich meinte Getreidebauern. Ich sollte nicht so auf Hanf sagen. Hanf, ja. Das hier wird gut und gerne von den Schweinen und mir niedergetrampelt. Der Boden unter dem Wasser, alles aus Glowstone, damit die auch bei Nacht wachsen. Hier ist eine, habe ich mit Zucker aus Zuckerrohr gemacht. Und zwei Stück mit Getreide angepflanzt. Mein Gott, ich muss aufhören, das zu sagen. So. Das ist eigentlich total lustig. So Leute, wartet mal kurz. Ich muss mal schnell was gucken. Okay, ich musste mal schnell gucken, wie viel Zeit wir noch haben. So, wir haben noch 3 Minuten ungefähr. Glaube ich jedenfalls waren das. So, darum werde ich mich ja jetzt schnell mal tele. So, wieder da. Ja, wir waren aber schnell, also nee. Hier. Das. Jetzt müsste man noch langsam mal erkennen, was das ist. Also, viele werden es sicher schon wissen. Und ja. Soll ich oder soll ich nicht? Obwohl, ich würde gern Hündchen haben. Oder. Ja, aber nur fürs Hündchen holen. Machen wir mal schnell eine Teleport. So, Leute, jetzt haben wir uns teleportiert und ihr wisst bestimmt noch nicht wohin, aber ich drehe mich mal um. Ach ja, hier, die kleinen Hundis haben eine neue Textur. Das ist total lustig. Ich finde die total niedlich. Und guck mal, wie viele. Ich habe eine Armee von Hundis. Aber deswegen bin ich nicht hier. Doch, eigentlich wollte ich ein paar mitnehmen. Blödes Boot. Du und du. Komm mit. So, hier ist noch eins meiner Bauprojekte. Wie gerade zu sehen war, ist schon ein bisschen fertig gebaut. Aber naja, so fertig ist es eben noch nicht. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht zeigen. Bin ich wieder doof. Also ein bisschen muss schon gebaut werden. Wie ich die Verbindung zu meinen mache, weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich es durch Portal mache oder anders. Es könnte natürlich auch eine Bahnverbindung zu einem von meinen unterirdischen Häuschen sein. Dann schleiche ich mich ein ins Rathaus. Aber nee, ich glaube ja nicht. So, ich würde ja mal sagen, ich gehe jetzt erstmal pennen. Ah, morgen. Ah. So, hier hat man nochmal einen kleinen Blick da drauf. Also, es ist wirklich nicht sehr groß. Naja, nicht sehr groß, aber es ist. Ah, es ist groß. Ja, und ich würde mal sagen, das war's schon wieder. Und wir beenden es diesmal mit einem wunderschönen Blick auf diese pinke, wunderschöne, noch nicht von mir bearbeitete, noch nicht, Landschaft.
Ah, bis zum nächsten Mal.